Servus, moin moin und hallo bei einer weiteren Folge Let's Play Mini Metro. Genau, in der letzten Folge haben wir Montreal gemeistert mit 1500 Fahrgästen, was eigentlich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis war. Und heute geht's weiter in die weltbekannte Stadt San Francisco mit dem Wahrzeichen der Golden Gate Bridge. Überquere die Mündungen, um die Städte der San Francisco Bay Area zu verbinden. Ja, klingt doch gut. Lass uns da mal gleich mal reinstarten. Wie man im Startbild schon gesehen hat, die Herausforderung ist hier anscheinend viel drüber zu schiffen. Schauen wir mal, wie das wird. Genau, wir haben insgesamt nur 6 Linien tatsächlich bloß. Also keine 7 wie meistens, sondern nur 6 Linien. Normale Loks und wieder Tunnel. Und wie immer können wir jetzt gleich mal am Anfang die Geschwindigkeit hochstellen. Und dann gibt es noch ein paar Quick Facts zu San Francisco. Ja, San Francisco ist eine Stadt in Kalifornien, hat 900.000 Einwohner und die Metropolregion 4,7 Millionen Einwohner. Um wieder ein bisschen was mitzunehmen. Genau, das ist eben diese bekannte Bay Area vom Pazifischen Ozean, der hier quasi reinmündet. Oder nicht, also man kann nicht sagen mündet, aber hier ist es einfach der Pazifische Ozean, das ist die Bay Area. Ja, schauen wir mal, wie das hier wird. Mit nur 6 Linien und anscheinend vielen Brücken, die man hier rüber bauen müssen, weil das Zentrum anscheinend auf diesen Teil ist, dieser Halbinsel oder wie auch immer. Okay, wir haben einfach 3 Dreiecke nur in diesem einen Eck da drüben. Das ist ja schon mal uncool. So, vorweg Lok, Waggon oder Linie. Nehmen wir mal einen Waggon, weil Linie haben wir noch eine gut. Ich habe das immer ungern, wenn die so übereinander liegen. So. Du gehst jetzt mal so rum. Okay, da oben gleich wieder ein Kreis. Okay, eben so gefällt es mir einfach schon wieder gar nicht, wenn das so, sich so kreuzt. Es wird ja jetzt möglich sein, dass das unten rumläuft. Das oben. Nein, okay, dann nicht. Dann machst du jetzt den hier so. Du gehst da drauf. Okay, was ist denn das, Freunde? Machen wir gleich anders. Die wollen mich jetzt gerade. Will mich das Spiel jetzt gerade irgendwie ein bisschen triggern? Ich hätte einfach nur gerne, dass du von oben kommst. Okay, danke. Und du und ihr nicht kreuzt. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir da nochmal ein Viereck bekommen und wieder ein Dreieck da herunten. Okay. Wir haben nur noch eine Brücke aktuell zur Verfügung. Eine Woche vorbei. Waggon oder Linie? Dann nehme ich jetzt doch mal eine. Jetzt nehmen wir doch einen Waggon. Ich habe gerade was Cooles gesehen. Das probieren wir jetzt aus. Machen wir doch wieder unsere beliebte Kreisbahn. Gut, hier haben wir 3 Kreise am Stück. Aber das kann ich nicht umgehen. Passt schon. Dann packen wir hier gleich mal sowas drauf. Oh, und da haben wir ein Sondersymbol. Da gibt es natürlich auch eine Lok für Gelb. Okay, gut, das war vielleicht ein bisschen viel. Speed können wir wieder anziehen. Oh no, das ist natürlich 4 Kreise gleich am Stück. Ist jetzt echt nicht so gut. Schön ist aber bei den blauen, wir haben sie quasi gegenläufig gebaut, dass die so rumfährt und so rum. Dann nehmen sie sich immer ein bisschen da die Entlastung auf und bringen es immer gleich auf ein Dreieck. Okay, hier mal einen weiteren Kreis. Nochmal ein Kreis, okay. Das ist jetzt ein bisschen. Oh, das wird zu lang für den orangenen. Gut, gelb ist er natürlich. Dich hätte ich gerne mal. Ich überlege, kann man es jetzt besser bauen? Wir haben halt nur diese 3 Linien. Ich habe keine Brücke, dass ich einen Kreis bauen könnte, also muss ich es einfach gerade so draufpacken. Kreis, 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 Dreieck, Dreieck.
nicht optimal, aber ist ja gleich Sonntag. Schauen wir, was es dann Neues gibt. Das geht schon eher. Aber wir sehen schon hier komplette Überflutung. Ja, jetzt brauche ich doch eine Linie, würde ich sagen. Das, glaube ich, ist ganz gut. Das ist auch ganz gut. Aber dann bauen wir jetzt das ein bisschen anders. Und zwar gehst du hier so her. Und du machst hier die... Oh, grün. Ach, wir haben keine Brücken gerade zur Verfügung. Oh, oh, oh. Ich hoffe, ich verstopfe die Linie jetzt nicht, wenn ich da Vierecke draufpacke, die aber im Zurückfahren nimmt. Müssen wir schauen. Grün, okay, orange brauche ich jetzt definitiv keine zwei mehr. Dann kommst du eher auf gelb, dass du beim Rüberschiffen hilfst. Das ist ganz angenehm mit Dreieck, Kreis, Dreieck, Viereck, hier Kreis, Kreis, Dreieck, Dreieck, kein Viereck. Aber so geht es jetzt aktuell noch. Aber wir brauchen unbedingt Brücken, sehe ich schon. Okay, dann machen wir es. Dann können wir es gleich anders machen. Ah, ne, ist auch blöd. Was mache ich jetzt mit diesem Spawn? Das ist ein bisschen. Machen wir es so. Also definitiv Brücken benötigen wir. Ich kann natürlich jetzt auch orange zurückbauen und hier hinlegen, dass die einfach nur die vier Gehirn transportieren und gelb immer auf dem Rückweg nur Vierecke draufballert. Wäre vielleicht eine Überlegung. Okay, da nochmal ein Viereck. Das zerstört halt auch die ganze, das ganze Kreisbahnkonzept da. Wobei ich könnte dann... Du gehst zurück. So wird halt immerhin da ein bisschen das Vier unterbrochen. Orange hat 1-2 Kreis. Gut, gelb sollte ich nicht länger bauen, der hat genug zu tun, dann wird es orange. Da haben wir das. Soll ich da noch ein Dreieck drauf nehmen, so dass quasi da mehr drei Vierecke auf blau. Auch nicht optimal, denke ich mal. Aber gut, schauen wir. Können wir den Speed wieder anziehen. Oh, jetzt haben wir da ein Sondersymbol noch. Es muss aber eigentlich auf grün. Das wird das, also so funktioniert schon mal nicht. Da muss man dann nochmal gegen arbeiten. Da werden alle Sondersymbole eingelagert von auch von da drüben. Ja, Linie. Oh, Linien brauche ich ja gerade keine eigentlich, oder? Das Problem besteht eher, dass ich keine Brücken habe und da nicht connecten kann. Dann nehmen wir Go. Und zwar auf Orange. Blau funktioniert echt geil, das gefällt mir schon mal gut. Nochmal ein Kreis. Okay, hier haben wir schon so eine Kreisansammlung. Da müssen wir uns mal sowas überlegen, ein Konzept, wie wir das besser machen können. Wenn ich jetzt sage, grün mal kurz weg. Das Orange gefällt mir so auch überhaupt nicht. Ich mache hier eine Kreisbahn, haben wir drei Kreise und hier, aber dann brauche ich da auch noch einen Verbindungspunkt. Vielleicht funktioniert es ja. Wobei es mir eigentlich nicht gefällt. Ja, natürlich.
natürlich nochmal einen Kreis, dass wir ja 4 Kreise hintereinander haben. Geilo. Dann können wir den gleich mal so bauen. Es kann so nicht funktionieren, weil einfach hier komplett Vierecke entstehen, die alle rüber müssen. Das. Also definitiv, wir brauchen eine Brücke. Ah, nochmal ein Sondersymbol, geilo. Weil grün hat ja eh noch nicht so viel zu tun, packen wir noch ein Sondersymbol drauf. Ey, das ist kriminell. Wie weit einfach in den Ozean rausfahren muss, das muss ein geiler Tunnel sein. Ja, 2 Tunnel. Ja, danke schön. Ja, schauen wir mal, wie es so wird. Ich würde gesagt, katastrophal, aber da brauchen wir gleich mal einen drauf. Der kriegt gleich mal einen Anhänger. Das gleiche können wir bei Orange machen. Können wir auch noch einen zweiten draufpacken. Orange. Ich gehe jetzt mal gelben Anhänger. Ah ja, und gleich nochmal einen Kreis. Geil. Mann, passt mir der gut ins Konzept. Nochmal pausieren. Sieht aber zumindest abwechslungsreich aus, das ist geil. So, was haben wir denn auf grün aktuell? 2 Bahnen. Da haben wir auch dieses Sondersymbol drauf, was ein bisschen belastend ist wahrscheinlich. Gucken wir mal. Das geht sogar gerade noch ganz gut, behaupte ich. Die Strecke, das halt. Holy shit. Ja, können wir echt gleich mal auf grün noch was draufballern. Weil die ist halt massiv lang. Frisst Ressourcen ohne Ende, aber vielleicht zahlt sich's ja aus. Aber man sieht schon, Geld macht da auch eher gerade Probleme. Wird nur einer. Ja, jetzt kommt da unten auch noch ein Kreis. Holy shit! Muss ich mal kurz laut werden. Jetzt habe ich da oben Sondersymbol für so ein blödes Krankenhaus und ich brauche aber eine Brücke dahin. Weil es ja nicht so, man könnte ja nicht so diese Schlaufe da rausbauen. Okay. Lock. Ja, Linie-Logo. Ja, moin! Schauen wir mal, wie es so wird. Gefällt mir jetzt überhaupt nicht mehr mit dem da oben. Was ist da gerade für eine harte Eskalation angesagt? Wieso hat der gerade alles rausgeschmissen? Weiß ich nicht ganz. Okay. Hier mal wieder zur Abwechslung noch ein Sondersymbol. Das ist ja überhaupt kein Problem für mich. Okay, blau muss eine Bahn schaffen, weil sonst weiß ich nicht, was ich dagegen tun soll. Okay, geisteskranke Symbolüberladung gerade hier. Wegen den ganzen Sondersymbolen. Hier haben wir den Diamant, der muss. Habe ich auf Orange? Na, 2 habe ich auf Orange. Okay, Gott sei Dank. Ja, rot ist einfach mit. Überfordert, oder? Weil wenn wir 3 Kreise sind wieder, die am Stück alle irgendwo hinwollen, ja, weiß ich nicht, habe keine Brücken zur Verfügung, dass ich es geil regeln könnte mit einer geilen Kreisbahn oder so.
Das ist ganz nett von mir aus. Wird halt noch länger grün, aber kein Thema. Da haben wir schon drei Loks und einen Anhänger drauf. Und dann kommt natürlich noch ein weiterer Kreis dazu, weil alles andere wäre ja auch Schwachsinn. Muss ich einmal mit hier ein Krankenhaus ziehen? Muss hier herfahren, wird dann hier raufgeschifft. Das ist ja geil, ist der krank. Ich habe noch nicht mal alle Linien freigeschalten und so. Jawohl, eine neue Linie, cool. Vier Vierecke einfach in diesem kleinen Bereich. Das eskaliert schon ein bisschen. Das ist nicht geil aus. Aber wir könnten doch jetzt tatsächlich grün entlasten zumindest. Dann nehmen wir noch ein Sondersymbol dazu, sicherheitshalber. Ja, schau, jetzt hätte ich sogar noch einen Tunnel über, ja geil. Was könnte ich da geilst draus machen? Ja gut, das Orange ist auch nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir waren es da so rüber. Aber ne, es ist natürlich nix. Das geht dann wieder nicht weit. Oh, Leute. Ja, schauen wir mal, wie es so wird. Ja, hier brauchen wir definitiv einen Anhänger, logischerweise. Grün ist jetzt... Ja gut, auf Grün haben sie alle Linien weggenommen, weil ich es umgebaut habe, glaube ich. Das sollte ja funktionieren, weil der hat einen Anhänger. Da gibt es kompletten Stau, weil die Krankenhaus, also dieses Kreuz, ist eins der häufigsten Symbole gefüllt, die dann irgendwie benötigt werden. Und die müssen alle ganz da hoch über eine einzige Bahn. Das finde ich halt richtig hardcore. Wieder ein Kreis da. Uiuiui. Wie soll ich das noch machen, wenn eh schon so viele Kreise da sind? Die grüne Linie, ja, der komplett das Chaos. Das mit dem Krankenhaus, das funktioniert nicht. Das ist ein Kack-Spawn, behaupte ich jetzt einfach mal. Unglücklich. Ich könnte schon noch... Ich habe eine einzige Brücke. Da haben wir auch wieder ein Sondersymbol. Das ist gut, glaube ich, weil wir hier so eine Sondersymbol-Action haben. Es kann alles über den einen transportiert werden. Halt, wir haben grün nicht richtig verbunden. Das ist das Problem. Wir haben halt nur ein Dreieck da. Heißt, wenn die dann Dreieck. Ne, es muss. Ja, gut. Nur mal kurz, sich um das als Bild anzuschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kreise hier. Und da kommen erst die Dreiecke. Wenn man das jetzt dazu nimmt, quasi die 50% von der Map sind nur Kreise und kein Dreieck. So. Jetzt könnte man natürlich Orange nochmal länger machen, weil wir Bock drauf haben. Genau deswegen lassen wir es auch so und schauen wir jetzt einfach zu, was noch geht. Gut, grün. Macht schon Struggles. Das war jetzt blöd, dass ich den gerade umgesetzt habe. Das war jetzt richtig blöd von mir. Der wäre gerade hingehört, die drei Gehirn braucht, hätte dann ganz normal weitergemacht und ich setze ihn um. Ja, da sieht man es auch schön.
Krankenhausüberlastung. Schafft's denn noch rechtzeitig? Bitte. Oh. Tunnel oder Waggon? Ich kann jetzt mit sagen, mit zwei Tunnel könnte ich halt echt vielleicht noch für Entlastung sorgen. Aber ich weiß halt nicht, wie es jetzt. Man muss sich wieder komplett umbauen, deswegen lassen wir es einfach. Schauen wir jetzt wirklich, ob es noch zählt da. Passiert hier gerade irgendwas? Man sieht's nicht. Lol. Okay. Ja, wir haben mehrere Baustellen. Grün ist halt immer noch komplett überlastet mit den vier Kreisen. Hier kann ich nichts gegen machen. Ich bekomme keine neue Linie mehr. Also gibt es einfach einen Anhänger mehr. Und der da oben, dieses Pink, ist halt auch mit diesen Kreisen in dem Krankenhaus überfordert. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie Schadensbegrenzung machen können. Aber yes. Wo sind meine grünen Bahnen alle? Ich hab doch... Der will auch wieder zum Sondersymbol. Wenn die hier zum Sondersymbol wollen, dann fahren die erstmal hier rüber und werden zugeschüttet, statt dass ich es einfach da... Ein weiterer Kreis oben. Haben wir gesagt, nur Kreise oben. Quasi fast unmöglich. Da gibt es jetzt auch schon blau. Einer allein auf blau macht es nicht mehr, kann ich nichts mehr gegen tun. Hab keine Mittel mehr, weil alles aus dem Ufer ausufert. Anscheinend hätte ich hier mit Kreisbahnen arbeiten müssen, dass ich sage, ich mache hier irgendwie so, dann da wieder aufs Dreieck drauf. Hier auf das Sondersymbol, dass die Sondersymbole nicht einmal komplett. Ich transportiere wirklich alles auf einzelnen Linien von da dahin und dann wieder zurück. Ich muss echt schauen, dass ich hier mehr Connections zusammenkriege. Ja, und also da funktioniert die Strategie nicht so gut, die ich sonst immer gefahren habe. Ja, ich kann es nichts mehr gegen machen. Lassen wir es einfach durchlaufen. Ja, klar, ich kann ein bisschen grün dann auch schnell snacken, auch sagen. Keine Chance gehabt jetzt mehr. 1610 Fahrgäste, bin ich vollkommen zufrieden, denke ich mir. Schauen wir mal kurz. Ja, neuer Rekord, wunderbar. Was macht die Herausforderung? Haben wir geschafft, Oh, wir haben sogar mal die Zusatzding geschafft. Erreiche Woche 9. Scheint ist das nicht so einfach, okay. Und hier haben wir, du gehörst den oberen 5%, ja schon wieder. Also zurzeit läuft es ja eh gut. Wenn wir immer bei den oberen 5% dabei sind, kann sich ja keiner beschweren. Ja, cool. Dann war's das mit der heutigen Folge Let's Play Mini Metro und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn sie wieder heißt Einsteigen in Fahrtrichtung Spaß. Servus, macht's es gut.